Wir begeben uns heute in die weite Ferne und schauen uns den entlegensten Ort der Welt an, die Pitcairn-Inseln. 5000 Kilometer von Neuseeland und 5400 Kilometer von Südamerika entfernt sind sie die letzte britische Kolonie im Pazifik und alleine die Reise dorthin dauert Ewigkeiten. Doch das Spannendste an den Inseln ist ihre brutale Geschichte. Alle Einwohner stammen von einer neunköpfigen Gruppe britischer Meuterer ab, die aufgrund der starken Isolation in äußerste Brutalität verfielen und von denen letztendlich nur einer überlebte. Im heutigen Video geht es also um Meuterei, Loyalität und den puren Kampf ums Überleben. Viel Spaß! Die ersten Menschen, die wohl jemals die Inselgruppe erreichten, waren die Polynesier vor über 1000 Jahren. Doch wie sie dort lebten und warum sie die Inseln schließlich wieder verließen, ist unklar. Und so beginnt die Geschichtsschreibung der Pitcairn-Inseln erst im Jahr 1790, als die britische Fregatte HMS Bounty in eine Meuterei verwickelt wurde. Das Schiff war für die Versorgung der britischen Außenposten auf Tahiti zuständig. Doch einige Männer der Crew verliebten sich unsterblich in die einheimischen Frauen und weigerten sich, zurück nach Großbritannien zu kehren. So meuterte eine Gruppe unter der Führung von Fletcher Christian, entführte das Schiff und setzte den Kapitän und die loyalen Crewmitglieder auf einem kleinen Beiboot aus. Für die Meuterer war dabei klar, dass sie nach dieser Aktion mit dem Galgen rechnen mussten, weshalb sie beschlossen, nach einem Ort zu suchen, an dem sie sich verstecken konnten. Der Anführer der Meuterer wusste dabei von den unbewohnten Pitcairn-Inseln, die zwar auf britischen Seekarten existierten, deren Koordinaten aber falsch eingezeichnet waren. Nach einer langen Suche landeten sie so im Januar 1790 auf der Hauptinsel der Pitcairn-Inseln und ließen sich dort nieder. Sie brachten Pflanzen und Tiere von ihrem Schiff mit und bauten so eine primitive Siedlung auf, die auch heute noch als der Hauptort der Insel gilt. Danach setzten sie ihr Schiff in Brand, damit sie niemals jemand finden konnte. So lebten die Meuterer für viele Jahre in Frieden auf der Insel und konnten sich abseits der Zivilisation ein neues Zuhause errichten. Die Meuterer bestanden dabei übrigens aus 9 Europäern, 6 polynesischen Männern und 12 polynesischen Frauen. Und genau hier lag das erste große Problem. Jeder der Europäer nahm sich eine Polynesierin zur Frau und die 6 polynesischen Männer mussten sich die übrigen 3 Frauen teilen. Zudem drückten die Europäer den anderen auch ihre europäische Lebensart auf. Der sich anbahnende Konflikt eskalierte schließlich, als die Frau des Schmiedes John Williams starb und er den Polynesiern eine der 3 Frauen wegschnappte. Daraufhin töteten die Polynesier Williams und noch 3 weitere Europäer. Und diese töteten als Racheakt die polynesischen Männer. Nach diesen brutalen Ausschreitungen verfielen die übrigen Europäer dem Alkohol, den sie lernten aus der zuckerhaltigen Wurzel der Keulenlilie selbst herzustellen. Die Folge waren weitere Tode durch Unfälle und Auseinandersetzungen im Rausch. Bis zum Jahr 1800, also 10 Jahre nach der Ankunft auf der Insel, blieb so nur noch ein Europäer übrig. John Adams, der sich nun die Insel mit 10 polynesischen Frauen und mittlerweile 23 Kindern teilte. Dieser verbot den Alkohol, wurde stark gläubig und gilt als erstes Oberhaupt der Inseln, weshalb er heute noch als Gründervater verehrt wird. Erst im Jahr 1808 wurden die Inseln dann tatsächlich von einem amerikanischen Walfänger entdeckt und unabhängig davon entdeckten auch 2 britische Kriegsschiffe 1814 die Inseln. Sie waren dabei so erstaunt von der friedlichen und gottesfürchtigen Gemeinschaft, dass sie Adams freisprachen und darauf verzichteten, ihn zu seinem sicheren Todesurteil nach Großbritannien zu bringen. Die Briten beanspruchten aber in der Folge die Inseln als Kolonie und tatsächlich sind sie das auch bis heute. Aufgrund von vielen Naturkatastrophen verließen immer wieder viele Einwohner die Inseln, einige kehrten aber doch wieder zurück. So leben auch heute noch ca. 50 Einwohner auf der Hauptinsel, die alle als Nachkommen der Meuterer gelten. Sie leben trotz der widrigen Umstände als starke Gemeinschaft mit eigenen Traditionen und auch einer eigenen Sprache, dem Pitcairn-Englisch. Die britische Regierung ist dabei sehr bemüht, eine Auswanderung auf die Inseln zu fördern, da sie unbedingt an der Kolonie festhalten will. Falls ihr euch also für eine Auswanderung entscheiden solltet, schenkt euch die britische Regierung ein kostenloses Stück Land, komplette Steuerfreiheit und es gibt mittlerweile auch eine teilweise stabile WLAN-Verbindung. Aufgrund der extremen Abgeschiedenheit nahmen allerdings bisher nur sehr wenige Leute das Angebot wahr. Alleine die Reise auf die Inselgruppe ist dabei schon eine wahre Odyssee, trotzdem verlieren sich seit einigen Jahren sogar auch Kreuzfahrtschiffe auf den Inseln, die die lokale Wirtschaft ankurbeln. Ansonsten bleiben die Pitcairn-Inseln aber ein Ziel für absolute Abenteurer. Die Pitcairn-Inseln streiten sich dabei übrigens schon längere Zeit mit der Insel Tristan da Cunha um den Titel der isoliertesten Insel der Welt. Für die Fahrt auf die zweite Insel braucht man dabei zwar mehr Zeit, nach gemessener Entfernung zwischen den Kontinenten übertrumpfen die Pitcairn-Inseln aber deutlich. Aber ich werde in Zukunft auch sicher über die andere Insel noch ein Video machen. So, das war's mit dem Video. Wenn ihr noch mehr über sehr isolierte Orte erfahren wollt, dann kann ich euch noch sehr mein Video über den gefährlichsten Seeweg, die Drake-Passage zwischen Südamerika und der Antarktis empfehlen. Viel Spaß dabei und ich sag ciao.